Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Gameplay-Video von Last Epoch mit unserem kleinen Golem. Das sieht so klein aus, ohne dass wir die Größe gescaled haben. Da ist die Größe, oder? Haben wir noch nicht, oder machen wir gar nicht. Und wir haben ja das letzte Mal angefangen, Menüten zu machen, und dann machen wir gleich mal weiter. Gehen wir hin. Wir müssen so einen Balken füllen und dann... Jo, haben wir sozusagen. Ja, sind wir beim ersten. Die erste Quest kommt gleich. Was haben wir denn hier für einen Boden? Elfendamage. Das ist eigentlich ziemlich gut für unser Bild. Reflect. Und ihr seht, da oben ist grün gewesen. Also die erste Quest ist dann gleich freigeschaltet. Ja, werden wir mal schauen. So, und eben ist es ein Reflect-Bild. Das heißt, die Gegner besiegen sich selber, wenn sie den Golem angreifen. Jo, ich find das sehr gut, sieht der Bild. Dem vom Leaving the Curse gemacht wurden. In offiziellen Form und wieder nicht. Peter an, dankeschön. Liebes Spiel, dass du den Fetem zurücksetzt. Ist natürlich eine Freude, macht mir so viel Spaß. Ach, eine Rück. So, gestern war wieder ein emotionales Stream. Und oder zwei Streams waren es. Weil ich natürlich noch kurz Abendessen musste und so, das mache ich nicht gerne im Stream. Ja, gerne im Stream. Und ja, es war recht viel Minecraft, glaube ich. 4 Stunden oder so. Und ja. Heute, ich weiß jetzt nicht, ob das Video heute schon kommt. Ja, morgen. Also morgen für mich, heute für euch. Werde ich vielleicht noch weiter spielen hier nach der Koch. Weil das wiederholt sich jetzt ständig immer wieder. Einfach in einer anderen, in einem anderen Schwierigkeitsgrad mit anderen Levels und so Sachen. Und ich will euch so schnell wie möglich noch den Ding zeigen. Die Dungeons, die Arena, genau würde ich sagen. Es gibt auch 2 Arenen, eine mit irgendwelchen Helden noch oder so. Das werden sich ja auch bald sehen. Jo. Ich bin sehr motiviert, hier wirklich weiterzumachen. Genau. Also ich werde direkt nach der Aufnahme hier mal live streamen auf Twitch wieder. Von Koch. Und auf House of Exile werde ich streamen. Leider ist momentan Diablo 3 noch nicht ready für die neue Season. Und auch Wolzen hat noch keine neue Season. Also kann ich leider jetzt momentan noch nicht so viel anders machen. Ich bin natürlich sehr motiviert, alles zu spielen. Und so weiter. So, wir sind hier. Und direkt Buff. Great Shade heißt der Buff. Und ja, wir tun gar nicht weh tun. Also wenn ihr noch nichts gescaled habt, also anders gescaled habt. Dann. Verliert er Mühe dann. Das haben wir nicht mehr. Also die Gegner können noch sehr stark sein, weil wir noch zu früh sind im Monolith. Und verliert er Mühe schnell. Genau. Jo. War ein schönes Level. Einfach gerade Haus. Ich habe genau den richtigen Weg genommen. Wenn ich schaffe, also doch nicht genau, dann gehen wir nicht zu. Also dann kann ich eben noch den Boss zeigen, der wird aber sehr schwer sein. Und weil Lars einfach ein bisschen längere Ladezeiten habe, habe ich immer ein schlechtes Ding. Ich muss mal kurz schauen, wie das war. Sieht man das ja. Ja, ich muss dann schauen wegen Screenshots, das muss ich nochmal haben. F12 Screenshots anzeigen. Online-Sammlung. Muss ich die irgendwie herholen? Ich finde das ein. Ja, das ist damals Thumbnails gewesen. Genau. Okay. Irgendwie kriege ich das schon erfüllt.
Die hat ja einfach immer die laute Bildschirme. YouTube halt so schlecht, ich muss leistet, ich hätte gar nicht leistet. Das ist im Kantus so geil. Ich will keine Tanten, das ist wirklich verzehrend. Das ist das größte Problem. Ich finde das einfach so sehr werbebasiert. Ja, eben damit kann man halt viele Leute auch anrufen und so. Ich will nicht wegen Werbung irgendwie bekannt werden, ich will wegen Gameplay bekannt werden und da müsst ihr halt mehr schauen. Aber, so wird man halt nicht groß. Man muss die ganze Zeit mega arbeiten für seine Videos und das kann ich nicht. Weil ich auch schwer krank bin und alles mögliche. Tja. Ja, das sind schon sehr, also macht der Golem gar nicht mehr so viel Schaden. Alles klar. Ich finde das Spiel jetzt auch interessanter, wenn man auch mal ein bisschen sterben könnte oder so. Na, wenn man nicht deft, kann ich nicht deft, das ist einmal gestorben. Livestream oder was noch? Bei einem Gegner, der nicht sofort gewonnen hat, weil er so mega stark unbalanciert war. Genau weiß ich nicht mehr, welchen Gegner. Aber nimmt man süß Wähler später überhaupt. Also da müsst ihr halt manchmal stehen. Und die Gegner so. 3 Screens away, einen absnipen und sofort one-hitten. Das ist fast in jedem Hack and Slay leider so. So leid. Na gut. Der Minion Damage. Kann ich eigentlich ein langes angebrauchen. So. Sollte auch auf den Schaden auswirken können. Sehr gut. So, das ist ja, das Boss-Level. Gucken, haben wir einen Boss jetzt? Also ein Gegner hier. So. Das ist zäh gegen einen starken Gegner. Dem noch genug schnell. Ja, Last Epoch hat eigentlich alle seine Zuschauer für den Voranspiel. Zuschauer von Videos. Macht natürlich nicht mehr so viel Sinn, jetzt Last Epoch zu bringen. Gerade vor Multiplayer. Aber ich werde beim Multiplayer-Start eigentlich direkt sehr viele Videos machen. Ja, diese Blitzkarten, die sind sehr stark. Sehr stark. Kann ich die gute Lightning-Resistenz haben. Ja, seht ihr, halbe Schaden einfach. Ich hier leider halbe Live-Kugel Schaden. Da kommt nochmal so ein Boost. Blöde Jüko. Das ist genau, da sind Schildkröte, mit denen ich kommt. So. Okay, das war ein. Ich glaube, es ist ein großes Speed töten, ne? Das waren nicht die Krabben, das war dieses große Teil. So. Aber genau habe ich nicht geschaut, was es war. Was für ein Teil. Also hier. Sind wir eigentlich fertig? Den Punkt noch, dann habe ich noch 5 Punkte stecken. Gut, jetzt haben wir diese Mission. Sehr schön. Jetzt müssen wir hier draufklicken. Okay. Wunderbar.
Die Mission ist eigentlich relativ einfach. Aber es gibt sehr viele Gegner. Große Gegner. Also wenn manchmal irgendwie etwas klappt, irgendwas blockt, sind die Rosen gegangen. Sehr interessant. Die brauchen wir nicht. Und den Schaden. Das ist ein bisschen von dem Angst. Boah. Yeah, Special Edition! Das heißt, wir können, glaube ich, jetzt momentan Transplant nehmen. So. Der Schaden geht auch hoch vom Golem. Ohne Reflektscheibe. Ja, es ist nur noch Transplant. Und hier müssen wir vor allem auf Minion Damage. Nein, wir müssen hier Armor nehmen. Ich schau mal kurz. So, den hier. Das sind, glaube ich, die beide gleich, aber irgendwie ist eine Version besser oder so. Muss ich noch genau schauen. Also, ja, wir müssen ihn nicht nehmen. Dafür Bone Armor Effekt. Ration Armor Bone Armor Effekt. Health Cost noch nicht. Dann brauche ich nochmals. 3-1-1. Was ist das? Ja. Okay, ich habe keine Punkte. Gut. Und so ein Guides müsst ihr halt den Schaden anfangen. Bis ihr wirklich auf B selber machen könnt. Sehr kompliziert. Wirklich auch vorwärts kommen. Wenn ihr Zeit habt, dann könnt ihr eigentlich eigens gehen. Aber es ist ja eigentlich um Zeit ein bisschen zu überspringen. Weil die Spiele auch schon sehr lange da ein bisschen fertig gespielt sind. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das so nehmt. Braucht ihr auch Hilfe? Wir würden lieber Guides machen. Also Guides nachbauen. Oder wollt ihr lieber eigens gehen? Ihr müsst einfach bedenken, dass das Spiel schon recht schwer ist. Ja. Da habt ihr dann nicht mehr einfach in die Szenen, wo ihr einfach nicht mehr weiterkommt. Ich werde eventuell, wenn es wirklich neue Skillen gibt, alles blind spielen. Aber ich werde ja sowieso Mitspieler haben, wenn ich streame. Die werden wahrscheinlich dann wieder alles helfen. Also ich werde nichts lernen über meine Skills. Also ich werde. Bei denen gibt es gar noch nicht, der Falcon, ja. Ne? Gibt's gar noch nicht. Der kommt erst im nächsten Patch da raus. Ja, ich werde vor allem denen dann wirklich blind suchen. Ohne irgendwelche Guides nachzubauen. Aber ich habe gemerkt, das Spiel ist einfach nicht so. Da kann man nicht diese Skills machen. Blind. Boah, was ist denn für ein Damage gemacht? Also seht, wie schwer das sein kann, das Spiel. Das ist manchmal einfach völlig übertrieben. So, jetzt sind wir fertig hier. Haben irgendwie den Reflekt auch gehabt. Bei den Toten oder so, weiß nicht, wie das genau geht. Das ist, glaube ich, ein Einer, oder? 1-4, okay. It eludes me. Jo, sehr interessant. Oh, sehr cool. Viel zu schwer, viel zu viel Damage. Viel zu viel Damage. Also mega gut, eigentlich muss anpassen und so. Das ist schon hart.
Manche sagen ja, das Spiel sei zu leicht, aber irgendwie machen sie halt wirklich die OP-sten Builds und sind dann einfach unterfordert und deshalb schreiben sie meistens diese Kritik dann. Das ist einfach so. Boah, 6.400 Schaden. Krass. Das ist einfach geil. So, ich möchte gerne mal wieder ein Bier finden. Ich habe mir Health Potion, das ist ja also einfach Bier. Health Potion. Stehen. Häusen. So, als nächstes möchte ich. Ja, ich kann Schlüssel, das will ich hier. Die Axt. Ja, und auf die Sachen. Die Bonis für die Gegner. Tue ich nicht. Schade. Also, ich bin ja so OP. Wenn ich sterbe, dann halt einfach nicht zu viel Schaden. Kassiere, ich will ja auch, dass die Gegner so stark sind, also dass ich mir mehr Schaden kann. Und sterben kann ich eigentlich. Das Spiel. Da habe ich auch keine Angst mehr vor dem Tod. Also im Leben hätte ich immer Angst vor dem Tod. Ja, das verhindern können. Aber online, ja, wenn das Spiel nicht verloren ist, dann habe ich keine Angst. Wenn ich nicht sterben möchte. Wie die Arena einfach schnell geht, wenn ich so viel reduziere. Schaffe ich den Schaden? Schon heftig, ja. So viel Schaden habe ich gar nicht mehr übrig. Ja, wo ist jetzt? Komm jetzt mal hier hin. Da, das ist ein bisschen schwer, wie ich weiß. Ja, so viel tot. Der Golem nicht einfach rein und das Stich. Meine Güte. Golem, du übertreibst doch. Golem sei nicht so stark. Trotzdem ist das Spiel schon schwer, weißt du? Man macht beide, wir machen beide einfach viel zu viel Schaden. Gegner und der Gegner. Ich mach keinen Schaden. Wie viel Schaden muss ich machen? Man sieht nicht mehr, wie viel Schaden. Ich bin nur jetzt gerade kurz auf die Flanke gelaufen, es hat sehr viel Schaden gemacht. Oh. Na gut, irgendwann sterben wir nur noch One Hit. Ne, wir werden halt auch sehr effektiv sein. Unser Energy Shield wird dann extrem groß sein. Jo, also Resistenzen sind sehr wichtig. Jetzt werden wir auch noch defensiver. Und ja, die Zeit ist eigentlich gut. Können wir sicher noch die andere Mission machen. Also der Boss und so, da habe ich schon oft gebracht und die mir die Builds angetestet haben für euch. Und den könnt ihr gerne in einem älteren Video schauen. Ich werde mir einen Livestream auch machen, dann könnt ihr das nächste Livestream-Video von der Last Epoche durchschauen. Aber ja. Dauert ein bisschen zu lange, das Spiel ist ein bisschen zu zäh. Also so wie ich die Zuschauer sage, okay. Punkt vor einem Jahr hatte ich ungefähr so 60 Aufrufe pro Video und heute habe ich nicht mal 14 oder so. 15 Tage oder so. Ist einfach niemand mehr so richtig nach der Kopf-Fan, weil die Entwickler halt sehr viel, sehr lange brauchen. So, hier könnte man auch zahlreichen goldenen Truhen holen, aber ich kann nicht das werden. Ja, ich werde dann noch ein bisschen Pause machen beim Last of Us Stream. Ich werde nämlich wahrscheinlich ganz spielen. Die meisten jetzt in der Schule sind. Habe ich wahrscheinlich sonst keine Zuschauer der Last Epoche.
Ja, viele wirklich so aus weiterbildenden Schulen und Arbeiten. Ja, ein paar Jüngere habe ich auch. Wird sich jetzt kommen. Das Strike-Multiplier möchte ich mal mitnehmen. Das könnten in manchen Beats von Spellblades sehr lohnenswert sein. Schauen wir nochmal. Wir müssen auch noch runter einmal. Jetzt habe ich das weg irgendwie bekommen. Hallo? Ja. Ja. Da. Gelöst. Nicht, wo der Wolle hinkommt. Okay. Aber nicht so lohnenswert, scheinbar. Ja, wenn man abhaut von Gegnern, das wird wahrscheinlich später relevant, wenn die Gegner sehr zäh sind und so. Wenn man dann gehen muss, oder dann macht es nicht mehr Sinn. Also können. Ja. Eben ganz gut. Oh, ein Orange ist eigentlich ist noch besser. Das ist noch anders. Oh, das sieht eher so aus, als ob es schön ist. Ah, das ist ein Schade, okay. So, jetzt haben wir für jeden Skill so ein Level abbekommen. Gut, also der Golem, der braucht mehr Defensive noch. Brauchen wir, glaube ich, auch 4. 3 und 3, okay. Jo. Ich habe hier einfach einen gelben Rand, den möchte ich euch nicht zeigen müssen. So, genau. Also das ist das RIP Blut. Da müssen wir noch weiter Gas wieder erhöhen. Und hier müssen wir scheinbar die Armor erhöhen. Schauen wir mal kurz. Was war das? Okay. Great Shade. Unten rechts, wir sind hin. X-Speed und wenn das einfach mit dem Fenstermodus besser wäre. 4 und 2. Also hier noch 2. Ja, damit wir hier kommen und dann 4. Okay, hier müssen wir Armor Shred machen. Und hier müssen wir weiterhin rausgehen. Sehr gut. So. Dann haben wir nochmals 1 Million. Und eben der Boss, der ist halt schon ziemlich, ja, lame. Macht so viel Schaden unter bestimmten Bedingungen. Und das ist so zäh. Also sehr schwer für den ersten Boss. Der zweite und dritte Boss ist eigentlich relativ einfach bei ihm. Vom zweiten und dritten. Innereien werfen sozusagen.
Train Life. Das ist eigentlich nie ein Train Life. Geht mir manchmal fest. Naja, man kann sich nicht viel bewegen. Man muss eigentlich auf automatisches Werfen beim Laufen skillen, wo er das endet. Das ist nicht so effizient. Also Drain Life würde ich gerne ein Rework haben sehen. So. Eben diese Resistenzkarte drin. Das ist zuerst geendet, also ganz rechts wieder ein Monster drin. Ich glaube, es geht gar nichts reinbilden. Diese letzten Skills, passiven, die sind einfach nicht gerade bei uns. Klar. Kommen wir hin, muss man schon. Ein blaues Item ist eigentlich, ja genau, nicht so gut. Ist das ein Neri? Crossbow Mercenaries. Dann mache ich mal ein Bild dazu. Einfach ganz blind. Ich weiß nicht für welchen. Was ist ein Crossbow Mercenary? Habe ich noch nie gesehen, das Minion. Okay. Sind Söldner? Die in Armbrust schießen, okay. Also scheinbar für die Rogue Marksman. No, my wrath. Okay. Das kann eben schon los, das so auszuprobieren, bis der Patch kommt. Vielleicht nach dem Patch ein. Und dann habe ich das Item nicht mehr, weil es noch ein Reset gibt. Ja, das sind wahrscheinlich ja viele nicht begeistert. Ne? Amulett. Gleich eins. Ich glaube, die Orangen bedeuten in diesem Filter vom Guide, in diesem Master Cop Tool Webseite, dass die Items nicht für uns sind, aber trotzdem sehr viel wert. Ja. Nicht unbedingt. Das kann ich nicht. Also, eben, Crossbow Mercenary, Minion Bow Critical Strike. Keine Ahnung, von welchem Skill das ist. Gut, dann werde ich nochmals die Items ein bisschen aussortieren. Also, die Kiste tun was. Sachen bekämpfen, die ich mir nicht brauche. Dann werde ich mal anfangen zu streamen. Dankeschön fürs Zusehen. Ja, das Video kommt scheinbar am Dienstag. Ja, Zichtig, genau. Das Schweizerdeutsche Wort. Und, ja, davor gab es am Montag schon einen Livestream, wo ich weitergekommen bin. Gut, also. Weiter Resistenz. Auf jeden Fall. Die Strike Multiplayer. Totem Damage. Vielleicht auch brauchen. Jo, und die anderen Sachen. Das brauche ich zum Beispiel gar nicht. Jo, würde mir Gedanken machen. Gut, Dankeschön und bis zum nächsten Video oder Livestream auf twitch.tv/dragobasel. Tschüss!